Stündlich schlage. Willst noch was zu deiner Verteidigung sagen? Ajo! Kaum ist Weihnachten vorbei, ertönt hier laut das Ajo-Schrei. Die Narre sich so schnell vermehre, du kannst als OB dich gar nicht wehren. Füg ihm mein Schicksal jetzt mich ein, lass Narren hier die Herrscher sein. In diesem ehrenvollen Haus, doch am Mittwoch fliegt ihr wieder raus. Ich kann bis April die Tage zählen. Ich sag's euch, ihr Narren, gut jo alle wählen. Bis dahin feiert und seid froh, auf unsere Fasnet ein Hallo!
ich hier genug geschwätzt. Jetzt ist es vorbei. Jetzt beginnt für uns die Narretei. Ajo! Doch bevor wir ins Narredorf gehen, wollen wir erstmal den Schlüssel sehen. Gib näher. Den Schlüssel, den rückst du uns jetzt raus. Du hast keinen Zutritt mehr ins Haus. Ajo! Und eins, das schreibt dir hinter die Ohren. Vor Mittwoch hast du hier nichts mehr verloren. Die Stadt Kars, die ist alt und schwer. Doch wenn sie aufmacht, ist sie leer. Jedes Jahr das gleiche Theater. Die Stadt tritt fort, die Hennenkader. Die paar Taler, die wir gefunden, schmeißen wir jetzt zu euch nach unten. Jetzt kann unsere Farce nicht gelingen. In unserem schönen Emmendinge. Ajo! Und zum Zeichen unserer großen Macht setzen wir jetzt die Flagge hier mit aller Pracht. Ist keine Frage, den muss hier der OB noch zum Narredorf tragen. Du hast ja da nichts mehr zu tun. Du trägst den Baum, dann darfst erst Ruhe. Ajo! Der Bauhof, der wird sich vielleicht erbarmen, dem Kerle her helfen, den Baum zu tragen. Die Stadtmusik, die wird uns begleiten, den Narrenbaum zum Narrendorf geleiten. Dort wird dann der Baum aufgestellt, dann beherrsche mir die ganze Welt. Das Licht. Und die Frage, wie war es zum ersten Mal selbstständig den Narrenbaum zu tragen? Naja, so ein bisschen Narretei habe ich aber zu ertragen, insofern ist das schon okay. Ja. Macht Spaß mit den Männern und Frauen vom Bauhof zusammen zu schaffen. Dankeschön fürs Mittragen. Hätte ich allein lassen können. Also ich hätte euch gewünscht, dass natürlich alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die ja alle gemein sind, mit dem D hinten dran, ne, hätten eigentlich das mittragen müssen, aber die haben sich ja alle wieder verdruckt, wie es immer so ist in der Mitte hier. Ist nach vorne oder nach vorne ist auch wieder zurück. Der OB schaut nicht gerne zurück, der schaut immer gerne nach vorne. So, jetzt fest am Daumen drücken, dass das natürlich am Sonntag klappt. Mit nahezu 100 Gruppen sind wir vertreten, mit knapp 3.500 mit. Wir sind richtig stolz auf euch Männer, dass wir hier in Emmendingen das hingebracht haben. Also ich bin jetzt 30 Jahre dabei und jetzt geht's los. Und alle strecken die Hände aus und machen oh, und die Hände ausstrecken. Auf geht's. Oh, und Luft holen. Oh, sehr gemütlich heute. Es geht doch seine Zeit. Und weiter mitmachen. Auf geht's. Hoch. Und noch ein wenig. Und noch ein wenig. Jetzt sind wir ernster. Und nachstimmen. Jawohl. Jawohl. Und jetzt. Hoch.
die Freien Sünfte und die Emmendinger Narrengilde wünschen Ihnen, euch allen, eine glückselige Phase 2012. Beginnt es hier bei uns im Narrendorf in Emmendingen auf dem Schlossplatz. Vergnügt euch im Sinne der Fasnet und auf die Emmendinger Fasnet 2012 ein dreifach donnerndes Emmendinger! Ajo! 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 Ajo!